So, dann fangen wir jetzt mal an. Erstmal eine Frage, wer weiß eigentlich gar nicht, was hier los ist und ist nur da, weil es der erste Vortrag ist? Wer will eigentlich nur schlafen? Aber das ist gut, das ist sehr gut, freut mich sehr. Ja, wer noch gar nicht wusste, was der erste Vortrag ist, hier steht es. Das habe ich mir als Thema genommen. So ein bisschen in Vorbereitung auf ein anderes Ereignis, was dieses Jahr stattfindet. Im Sommer, wo es draußen sehr viel schöner ist als jetzt. Wer weiß, wovon ich rede? Genau, das Camp. Ja, und das ist eigentlich eine prima Sache. Ich ärgere mich immer noch, dass ich das letzte verpasst habe, weil da kann man auch schön draußen rumlaufen und muss sich nicht so ein blödes Hotelzimmer suchen. Und draußen ist eigentlich eine prima Sache, zumindest meine Meinung. Ja, worum geht's in dem ganzen Talk? Man kann es vielleicht so ein bisschen als Vorbereitung auf das Camp sehen, damit man da nicht total hilflos ist und das erste Mal seit 5 Jahren wieder die Sonne sieht und nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Das ist ja so ein bisschen das Nerd-Klischee. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Ja, Themen sind quasi alles, wo man rauskommt und vielleicht auch mal eine Nacht da draußen bleibt. Sei es jetzt, ob man irgendwie mit dem Boot durch die Landschaft fährt oder ganz normal wandern geht, was auch immer. So ein bisschen die verlängerte Form von dem Geocaching ist ja heute, glaube ich, auch ein längeres Event dazu. Und ja, wenn man davon ausgeht, dass man vielleicht irgendwie eine Nacht draußen bleiben muss, dann kriegt man hier vielleicht so ein paar nützliche Hinweise oder Tipps. Ja. Weiter. Ich habe ja schon nach eurer Motivation gefragt. Gab es ja sogar welche mit einer? Normalerweise würde man jetzt sagen, als Motivation für mich, also beliebte Sachen, den Leuten ein wunderbares Hobby näher bringen und denen zeigen, dass das ja alles ganz toll ist. Nee, stimmt überhaupt nicht. Will ich gar nicht. Draußen gibt es Mücken, Disteln, Brennnesseln. Ihr habt ständig irgendwelche Ameisen im Essen. Ganz dumme Idee. Eigentlich wäre es super, wenn alle Leute zu Hause bleiben und drin, weil dann ist man draußen vor sowas sicher. Denn das ist gewissermaßen Motivation. Sowas mag ich überhaupt nicht. Ich hoffe, es gibt eine ganz besondere Hölle für Leute, die Landschaft so hinterlassen. Und wenn es die gibt, werde ich da garantiert irgendwann mal regelmäßig Urlaub mit meinem Klappspaten machen. Ja, ganz hässliche Sache. So Einweggrill, Plastikbesteck, Pappteller, hässliche Sache weglassen. Von daher auch super, dass es dieses Mal hier am Eintritt so ein wunderbares BW-Besteck gab. Ja. Sehr löblich sowas, Edelstahl hoffe ich, das heißt, das hält ein paar Jahre, ohne dass es irgendwie kaputt geht, unverwüstlich. Ich glaube, einen Krieg würden wir nicht mitgewinnen, aber müssen wir ja hoffentlich auch nie. Ja, okay, also vielleicht besser als das G36, ja. Ja. Gut, im Weiteren wird es hier nicht so sehr um dieses Extrem-Survival gehen, also D-Max-Fans, für die werde ich nicht viel haben. Wer wissen will, wie man Regenwürmer isst, fragt am besten irgendwie einen Dreijährigen, die kriegen das ohne irgendwelche Anleitungen hin. Es soll ja gerade darum gehen, dass man sich ein bisschen vorbereitet, denn das ist ja das Tolle beim Urlaub draußen, man kann quasi das ganze Jahr im Vorfeld, bevor man wegfährt, sich irgendwie damit beschäftigen, was macht man sich für Ausrüstung, was packt man ein, was lässt man zu Hause. Und da hat man halt sehr viel mehr Optionen, als es möglich ist, wenn man irgendwie sich in Malle die Rübe zukippen will. Ja, statt D-Max und Survival geht es also eher um sowas hier. Das ist eine Szene aus Frankreich, wo ich selber fotografiert habe. Also man sieht, da ist schon recht gut vorbereitet. Wir backen gerade Calzone natürlich. Und ja, das macht natürlich in der Regel mehr Spaß als so eine extrem Überlebenssituation, wo man dann alle möglichen unangenehmen Sachen macht. Was ja. Das Blaugraue. Asche. Okay. Kann ich später noch ein bisschen was zu sagen. Ja. Ach, Mist. Nee, doch. Passt alles. Das sind so Themen, um die es gehen soll. Transport. Ja, so aus der Tür rauskommen, das schafft man immer noch alleine. Aber wenn man tatsächlich draußen schlafen will, ist es in der Regel langweilig, wenn man das direkt vor der Haustür macht. Und deswegen werde ich ein paar Worte dazu verlieren und der Rest, naja, klar. Gut,
habe ja vorhin schon mal gefragt, interaktiv ist sowieso toll und ich habe ja so ein bisschen mit dem Klischee-Geek gespielt, der quasi nicht aus seinem Keller rauskommt. Wenn ihr jetzt richtig aktiv seid und schon wach, würde ich mal bitten, alle kurz aufzustehen. Ja. Super, jetzt muss ich noch nicht mal die mobben, die sitzen bleiben. Oh doch. Do you speak German? Okay, great. Okay, sprechen auch alle Deutsch, deswegen müssen wir nicht auf Englisch gehen. Ja, ich würde euch einfach mal bitten, ich habe jetzt hier eine Liste, um mal ein bisschen abzufragen, wo ihr euch so alle verortet. Es werden gleich ein paar Dinge aufblinken und wenn jemand nicht mehr mitkommt und sich damit nicht mehr identifizieren kann, bitte einfach hinsetzen. Und die, die lange stehen bleiben, können wir dann vielleicht noch ein paar persönlich in die Mangel nehmen. Aber keine Angst, das wird nicht schlimm. Ja, der erste Punkt, wirklich das Klischee, Sonne, was ist das? Jemand, der also sein Haus gar nicht verlässt. Gut, keiner. Gut. Die hätten auch nicht hierher kommen können. Ja, die nächste Kategorie, man hat das irgendwie mal gemacht, man weiß so ein bisschen, wie das draußen aussieht, ist aber so ein bisschen eingerostet, auch keiner dabei. Meine Güte, nachher sind wir hier alles Experten. Ja, das hier, man zeltet vielleicht mal oder macht dieses Camping, aber nicht seiner selbst willen, sondern so notgedrungen. Vielleicht auch, ich habe gesehen, es steht ein kleines Zelt hinter dem Geodäten. Da weiß ich auch nicht, ob die das gemacht haben, weil sie das gerne wollen und ob sie eigentlich hier ein Zimmer hätten kriegen können oder ob das dann eher war, um Geld zu sparen. Ja, das ist schon, ne, man macht das auch gerne mal. Hat vielleicht ein Zelt und kann vielleicht im Zweifelsfall aus den meisten Folien, die ich hier noch habe, nicht so viel Wissensgewinn rausziehen. Da sind immer noch viele bei, das ist ja gut. So, jetzt wird es schon ein bisschen haariger. Hier würde ich mal sagen, hat man tatsächlich schon mal eine Tour gemacht, wo man abseits des Campingplatzes war und vielleicht auch nicht die Möglichkeit hatte, einzukaufen. Und ich meine jetzt Sonntag, nicht nur Sonntag, sondern Montag, Dienstag, Mittwoch, also wo ganz einfach kein Laden war. Immer noch wer dabei. Ah, ja. Aber kann man sich hinsetzen, wenn das nicht mehr zutrifft? Oder? Genau, also, so langsam. An der Stelle habe ich dann auch erwartet. Ja, das ist quasi nochmal die etwas stärkere Form. Ne? Man ist quasi schon mal so richtig in der Wildnis gewesen. Da haben wir jetzt noch zwei, die stehen, oder? Das mit dem Bär habe ich noch nicht geschafft, aber so. Wer steht noch? Einmal die Hände hoch? Okay, dann sind nur noch zwei, dann erzähl mal, wo warst du? Ich war tatsächlich in den Alpen. Da gibt es keine Bären, aber so anderes Viehzeug, was da rumhüpft. Ja. Richtig. Gibt es selten Bären? Wo warst du schon so? Rumänien, Rumänien. Rumänien gibt es Bären, ja? Rumänien gibt es Bären, habe ich aber noch nicht. Also ich persönlich nicht. Ja, es ist eher selten, passiert auch nicht so. Die ziehen sich ja meistens, weil. Eben. Ja. Ich selbst bin dann noch am Zweifeln, ob ich mich da einordnen würde. Also ich habe auch schon mal mit einem wilden Biber zusammen im selben Zimmer gewissermaßen geschlafen. Aber Biber sind heutzutage ja schon eine Landplage geworden in manchen Orten, mit einem Bär nicht so wirklich zu vergleichen. Und außerdem, ja, ihr könnt euch dann hinsetzen. Gut, jetzt wird es schlimmer. Ah, hier ist dann keiner mehr da. Ja, das wäre dann die Kategorie, die schon regelmäßig irgendwelche Alaska-Expeditionen macht. Und, halb, also die kannst du ja auch im Garten kriegen. Ja. Und die letzte Kategorie dann? Ist keiner da, gut. Bevor es richtig anfängt, oh, ich werde so grandios überziehen, das so ziemlich Nützliche zuerst. Was ist wohl das Nützliche? Nee, Strom ist überhaupt nicht nützlich. Es geht über Leben ohne Wi-Fi und Strom. Das war mein erster Untertitel, den ich mir gedacht habe. Wasser ist gut, oder wenn es die Flasche gemeint ist, nein, das Nützlichste ist natürlich ein Ding, das kann warm halten, abkühlen, dient als Sonnenschutz, man kann damit begrüßen, angreifen, sich verstecken, man kann signalisieren, Wasser filtern, transportieren, Feuer anfachen, Feuer löschen, man kann sich drauflegen, man kann sich drunterlegen und zu guter Letzt kann man sich auch damit abtrocknen. Ja, das Nützlichste ist natürlich das Handtuch,
Da oben, das ist so ein Standard-Frotti-Modell, das da drunter, eine total tolle Erfindung kann ich jedem ans Herz legen, das ist so ein Trekking-Handtuch. Das ist irgendwie so ein Mikrofaserzeug, die wiegen nichts trocken, sind in 0, nichts trocken. Man kann sich da selber auch wunderbar mit abtrocknen. Ja? You know where your towel is? Ja, gut, ihr wisst alle, wo euer Handtuch ist. Ne? Wenn man pfleglich mit umgeht, sind die auch geruchsmäßig ganz okay. Das Gute ist halt, man kann sie ausspülen und danach trocknen sie in ein paar Stunden und von daher sind die eigentlich ganz pflegeleicht. Und halt sehr viel kleiner als Frotti, tolle Erfindung. Es fühlt sich nur ein bisschen an, als wenn man sich mit so einem Fensterabzieher abtrocknet, da muss man sich dran gewöhnen. Aber wenn das erstmal hinter sich gebracht hat, will man nichts anderes. So, jetzt geht's wirklich los. Das Thema Transport. Ja, vorneweg, man sollte, wenn man anfängt mit dem Draußensein, natürlich nicht gleich in die Extreme gehen. Ich habe da einen Fehler gemacht. Ich habe direkt in der letzten Wildnis total zivilisationsfern angefangen, in Mecklenburg. Das kann man trotzdem überleben, aber normalerweise geht man halt erst einmal irgendwo hin, wo die nächste Feuerwehr, Polizei, was auch immer in Tagesreichweite zu finden ist. Ja, zu Fuß fängt man auch ganz gut an, ja, da braucht man am wenigsten Ausrüstung. Und ohne zu Fuß kommt man in der Regel nicht raus. Und ja, ansonsten, ich will das auch nur kurz abhaken, wenn man zu Fuß unterwegs ist, braucht man in der Regel einen Rucksack, ja, zumindest wenn man ein bisschen länger unterwegs sein will. Mit der Aldi-Tüte ist immer ein bisschen schlecht. Ja. Wenn man gut ist, könnte das theoretisch sogar gehen, wenn man seine Ausrüstung so weit runterkürzt, dass man nicht mehr viel Gewicht hat. Und natürlich extrem wichtig, wenn man zu Fuß unterwegs ist, Schuhe. Ja, also mit seinen alten Badelatschen irgendwie den Appalachian Trail zu wandern oder irgendwie so einen anderen Weitwanderweg, ist garantiert keine gute Idee. Auch eine ganz coole Möglichkeit ist mit dem Fahrrad. Ne? Gibt es immer wieder Leute, die fahren irgendwie durch China oder von China nach Hamburg oder durch Afrika mit dem Fahrrad oder so. Da ist ein Rucksack total doof, weil jeder, der schon mal eine längere Strecke mit einem schweren Rucksack gefahren ist, wird wissen, dass man da schwitzt wie die Hölle und das will man nicht wirklich. Anhänger ist eigentlich auch nicht so optimal. Wenn man es richtig gut hinkriegt, dann hat man halt vielleicht sogar ein spezielles Reiserad, das schön stabil ist und da hat man dann Taschen dran, so dass man da möglichst viel Zeug reinstopft, links und rechts, vorne, hinten. Und dann kommt man damit unterwegs. Mein persönlicher Favorit, das Boot. Bootfahren hat den unglaublichen Vorteil, dass man in der Regel gewaltig viel Gepäck mitnehmen kann, ohne dass es einen großartig anstrengt. Ja. Bis zur ersten Schleuse, genau. Wenn man umtragen muss, dann ist das wieder ein bisschen kritischer. Aber gerade bei dem Bild da hinten, man kann sich da eben auch gut vorbereiten. Und ich habe an der Stelle tatsächlich, weil eine Schleuse kaputt war, gesagt, ja, okay, nächster Rastplatz ist 6 Kilometer und der Einsatzpunkt war scheiße. Dann haben wir also gesagt, fahren wir auf der Straße dahin, 6 Kilometer. Geht wunderbar. Ja, es ist nur ein bisschen haarig, wenn man keinen Wagen dabei hat. Aber ansonsten Boot super. Wasserdicht ist eigentlich eher beim Boot sowieso. Das Boot selber sollte so halbwegs dicht sein. Ja, das ist sonst weniger lustig. Was auch ganz wichtig ist, dass die Ausrüstung wasserdicht verpackt ist. Das gilt für die anderen Fälle natürlich genauso. Also wenn man beim Radfahren in so ein richtiges Gewitter reinkommt und danach sind die Reserveklamotten nass bis zum Ende, ist natürlich auch nicht so schön. Aber im Boot ist es ganz besonders wichtig. Da hat man in der Regel entweder wasserdichte Packsäcke, die werden zugerollt, habe ich auch einen dabei. Falls ich extrem viel Zeit habe, zeige ich mal einen. Oder man hat so große Tonnen, die man zuschrauben kann, habe ich keine dabei. Oder Kisten, die halt mit irgendwelchen Dichtlippen verschlossen sind. Ja, das meine ich die, mit Rollverschluss. Die sind ganz gut. Ja, dann natürlich Auto. Nee, macht man nicht gerne. Das Schöne, nochmal zum Boot zurück. Beim Boot ist halt auch das Tolle, dass man an Plätze hinkommt, die man mit den ganzen anderen Wegen nicht erreichen kann. Ja? Zu Fuß ist das in gewissen Fällen auch schon so, dass man da an Plätze hinkommt, wo Leute mit dem Auto oder mit dem Fahrrad eben draußen vorbleiben, aber mit dem Boot umso mehr. Irgendwo auf eine Insel kommt man halt anders gar nicht. Und
Ja, wer einen Kübelwagen hat, hat natürlich wieder andere Optionen. Wer mit einem Sportpilotenschein unterwegs ist, kann natürlich auch irgendwo hin, wo andere nicht hinkommen. Aber die einfachste Möglichkeit ist schon das Boot. Und der Eselskarren, das ist mehr so beispielhaft. Es gibt natürlich ein paar exotische Wege. Ich glaube, es gibt irgendeinen Anbieter, da kann man sich so einen Zigeunerwagen, ich hoffe, das ist jetzt ethnisch korrekt, dass man diese Dinger so nennt und nicht Sinti- und Roma-Wagen oder so. Also jedenfalls so einen Wagen mieten und dann mit ein paar Pferden losziehen. Naja, Planwagen ist nochmal was anderes. Ein Planwagen hat ja eine Fläche und dann hat man da quasi so eine Art Zeltaufbau drüber. Und es geht schon um so feste Dinge, wo man dann quasi so einen altertümlichen Wohnwagen hat. Bestimmt auch ganz lustig, aber habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, wenn man... Es gibt ja auch Franzosen irgendwie so Esel-Trekking, ja. Irgendwie, aber es ist halt organisiert. Genau. Ja, die Esel haben dann aber wohl auch irgendwo in irgendwelchen Unterkünften, die da so in den Bergen verteilt sind. Ja. Ja, und es ist ganz praktisch, weil, wie beim Boot schon gesagt, das Schleppen, das kann mitunter ganz schön lästig werden. So, es ging ja dann auch darum, dass man irgendwann mal draußen schläft, im Zweifelsfall. Das hier vorne ist übrigens, kann ich mal schnell sagen, wunderbar. Wer kennt Festool oder Thanos? Ja, das sind einige, die Bastler-Fraktion eignen sich auch prima, um damit irgendwie zumindest im Boot unterwegs zu sein, weil die sind zumindest auch spritzwassergeschützt, schön stabil. Man kann sich draufsetzen. Das ist eine Werkzeugkiste. Ach so. Die kann man übereinander stapeln, zusammenklicksen, nettes Ding. Ja, und das Thema Schlafen, was einem da in der Regel in erster Linie in den Sinn kommt, das ist der Schlafsack. Man will warm bleiben und dafür ist das gängigste Mittel der Schlafsack. Da gibt es verschiedene Formen. Deckenschlafsack, ja, das ist eher so ein bisschen die Amateurvariante gewissermaßen, wobei das jetzt nichts Schlechtes heißen muss. Man kann auch mit einem Deckenschlafsack ganz gut zurechtkommen. Sind halt recht groß, schwer, aber komfortabel, weil man kann sich ein bisschen bewegen. Das nächste kennen bestimmt alle, das ist die Mumie. Ja klar, man spart Material, ne, man ist so schön angepasst und wiegt nicht sehr viel, ist dafür nicht ganz so komfortabel. Das, was man da sieht, ist ein Schlafsack, den ich selber nehme, von einer Firma, die ich sehr mag, weil die recht innovativ ist. Das ist der Schweizer Anbieter Expat. Und der Sack hat auch noch so ein paar nette Gimmicks. Unter anderem hat er natürlich so einen kleinen Packsack. Der ist wasserdicht, was schon mal gar nicht schlecht ist. Und zusätzlich hat er noch einen großen Aufbewahrungsbeutel. Der ist aus so einem Netzmaterial. Den kann man gleichzeitig als Moskitonetz über den Kopf ziehen. Sieht sehr albern aus und ich würde es nicht machen, aber es ist schon eine lustige Idee. Und dann gibt es natürlich noch... ja, so Mitteldinger, ne? Man kann so einen Sack enger oder weiter schneiden und Eiform nennt sich das dann, wenn man das explizit hervorheben will. Und dann gibt es natürlich immer noch Exoten. Das ist jetzt durchaus ernsthaft, auch wenn es albern aussieht, hat mitunter Vorteile, weil der Reißverschluss bei dem ist eben in der Mitte, dass man das Teil auch als Mantel oder als Weste tragen kann. Naja, ihr müsst immer bedenken, ihr seid da draußen, da sind keine anderen Leute. Ja? Sieht euch keiner, keiner macht Fotos. Und wieso nicht? Ne? Das ist ein Dreamwalker. Da gibt es, in der Hinsicht gibt es mehrere. Es gibt noch etwas, was nicht so wirklich auf Outdoor getrimmt ist. Das heißt, ich glaube, Mooseback oder so ähnlich. Das ist quasi auch so ein gefüllter Schlafanzug, wo die Füße auch mit irgendwie zusammengenäht sind. Ist ein bisschen groß, aber hat halt diesen Doppelnutzen, dass man das auch anziehen kann, wenn man sich traut. Und auch noch ein Exot, da habe ich jetzt keine Fotos da, aber es ist einfach eine grandios lustige Firma. Das sind irgendwie so ein paar amerikanische Nudisten-Hippies, die eigentlich ziemlich interessante Schlafsäcke bauen, aber eine sehr merkwürdige Website haben. So, ja, Form und Material, na, der nächste wichtige Punkt, da gibt es zuerst mal Baumwolle, na, das ist eher nicht so. Ja, Baumwolle oder also alles, was quasi ganz normal gewebter Stoff ist, ist in der Regel
Ja, kann man nehmen, wenn man weiß, dass die Wetterbedingungen überschaubar sind, aber wenn es richtig in die Vollen geht, dann braucht man irgendwas, was mit richtigen Isolator gefüllt ist. Und einer der gängigsten dafür ist Daune oder Federn. Das ist auch wieder ein Modell von Expert im Übrigen. Ich habe gerade noch mal die URL von eben. Von was? Das fragst du jetzt wegen den Nudisten, oder? Gut, Daune ist ein Naturmaterial, was man bis dato in Synthetik noch nicht so wirklich richtig nachbauen konnte in den Eigenschaften. Daune ist bei wenig Gewicht, nimmt es halt sehr viel Volumen ein und das sorgt halt dafür, dass die Isolationsleistung gut ist. Ne? Daune ist leicht, kompakt, wenn man es halt zusammenstopft, ist sehr warm, langlebig. So ein Daunenschlafsack, den kann man, okay, die Federn kommen irgendwann mal raus, aber die kann man wieder auffüllen und 20, 30 Jahre so einen Sack benutzen, das ist kein Problem, sollte aber nicht nass werden. Wenn Daunenschlafsack nass wird oder Daune allgemein nass wird, dann kann man ein Problem kriegen. Was lustig ist bei dem da, der ist außen nicht genäht, sondern geschweißt. Und das heißt, prinzipiell kann man da außen auf die Außenhülle so Wasser rauftröpfeln lassen und das tut der Daune nichts. Ne? So mitten in den Fluss reinhalten würde ich den auch nicht. Da hilft denn in der Regel auch die Verschweißung nicht, weil da kommt das Wasser von innen rein. Aber bei dem muss man zumindest nicht so sehr aufpassen, wenn man unter freiem Himmel direkt nächtigt und vielleicht nicht so ganz vor dem Regen geschützt ist. Die Alternative zu Daune ist natürlich Plastik. Das hier ist ein Modell von Deuter, den kennen vielleicht viele von den Rucksäcken. Deuter eigentlich auch eine sympathische kleine Firma. Das mit den Schlafsäcken haben sie ein Patent sich eingekauft. Der ist insofern besonders, dass er elastische Nähte hat. Das heißt, der zieht sich in der Regel recht eng an den Schläfer und das sorgt halt dafür, dass man wenig Luft aufheizen muss und in der Regel schön warm ist. Erlaubt einem dabei aber gleichzeitig auch, sich vergleichsweise gut zu bewegen, vielleicht mal den Bein anzuwinkeln und eigentlich eine ganz nette Idee, wie ich finde. Habe ich aber noch nicht ausprobiert, das Ding. Ja, Kunstfaser ist unempfindlich, zumindest gegenüber der Daune in vielerlei Hinsicht. Und man muss sagen, die Außenhülle ist bei beiden irgendein Kunststoff, Nylon in der Regel. Das heißt, so beim Thema Funkenflug nehmen die sich beide nichts. Ne? Im Daunensack hat man dann ein Loch und dann kommt die Füllung raus. Und da ist sogar der Kunstfasersack letzten Endes wahrscheinlich sogar wieder auch unanfälliger, es sei denn, er fackelt ab. Dann hat man natürlich ein Problem. Aber ansonsten ist da in der Regel so ein Fließstoff drin und der fällt halt nicht so ohne weiteres raus. Kunstfaserschlafsäcke sind billiger, halten dafür aber nicht ganz so lange. Das heißt, nach ein paar Jahren werden die Fasern, die da drin sind, in der Regel spröde, brüchig und... Ach ja, die praktische Dinger, wie man sieht, ne, kann man immer dabei haben. Kann sie schön zusammenklicken und... wenn man zu Fuß unterwegs ist, sind sie zugegebenermaßen nicht so toll. Aber im Boot oder wenn man irgendwie anders viel Transportkapazität hat, absolut super. Wir waren bei der Kunstfaser. Und was ich nicht unterschätzen will an der Stelle, Kunstfaser ist vegan. Also ich finde es ein bisschen übertrieben, wenn man keinen Honig isst oder so. Aber beim Thema Daune ist das noch nicht so wie im Bilderbuch, ja? Denn da gibt es viele Unterschiede. Also gerade die richtig teuren Daunensäcke, die von den Leuten genommen werden, die irgendwie in den Himalaya kraxeln wollen, die werden in der Regel mit Eiderdaune gefüllt und die werden irgendwo, ich weiß gar nicht, in Grönland oder so von Leuten gesammelt. Und da leidet die Ente nicht. Ansonsten sind gute Daunen in der Regel von der Gans. Ente ist, also normale Hausente ist nicht so gut. Und die werden dann aber nicht aufgesammelt, sondern da wird dann halt gerupft. Und das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass die Leute da regelmäßig gucken, ach, hallo Gans, bist du gerade am Mausern? Kann man dir so ein paar Feder ausrupfen? Nee, das ist halt Fließbandarbeit, da wird die Gans geschnappt. Und da guckt keiner, ob die jetzt lockere Federn hat oder nicht. Dann wird sie in so ein Gerät reingehalten, quasi so ein großer Epilierer. Da werden die Federn von der Brust weggerissen und im Zweifelsfall auch ein Stück von dem ganzen, von der ganzen Gans mit. Und das ist also doch schon eine Quälerei. Das heißt, da kann man durchaus darauf achten, dass man, wenn man einen meint, einen Daunensack zu brauchen, einen nimmt, wo die Tiere eben nicht mit so einem Lebendrupfding malträtiert werden, weil... Also es ist wirklich keine schöne Sache.
Ja, was man im Schlafsack noch Gutes tun kann, das sind Inlays. Das ist im Prinzip ein Sack im Sack. Das hilft einem dabei, ein bisschen mehr Wärme drin zu halten. Sorgt vor allen Dingen aber auch dafür, dass der Schlafsack von innen sauberer bleibt. Ich persönlich mag Inlays eigentlich nicht so gerne und ziehe lieber einen Schlafanzug und Socken an. Aber Inlays gibt es halt auch. Und die Klassiker sind dann Baumwolle, Seide, Merino. Man gibt wahrscheinlich auch welche aus Kunstfaser. Ist ein bisschen kompliziert, weil man hat dann zwei Säcke, in die man reingehen muss. Das ist auch was bei diesem Warmlight-Ding eigentlich ganz nett ist. Die haben so ein Konzept, dass man quasi mehrere Säcke ineinander stapeln kann, so wie so eine Matroschka, und das mit den Reißverschlüssen verbinden. Ist beim normalen Inlet nicht der Fall. Man hat da zwar keinen zusätzlichen Reißverschluss, aber man hat dann halt erstmal diesen Inlay-Sack, wo man sich reinprügeln muss und dann noch in den großen, und dann muss man da auch wieder raus und ist nicht so wirklich schön. Ja, wenn das aufeinander abgestimmt ist und man mit Klett irgendwie oder anderen Möglichkeiten daran geht, da ist man gut bei. Aus Silber- und Goldfolie oder wie? Genau. Ja. Das und, ich habe das testweise ausprobiert, weil ich das immer bei mir habe und meinen Schlafsack auf der ICP vergessen hatte, also meinen richtigen. Und dann habe ich den genommen, der ist halt nur so groß verpackt. Die sind sehr klein, ja. Das sind 19 Euro, ist also auch nicht die Welt. Und ich muss wirklich sagen, also ich habe ganz schön geschwitzt. Ja, das ist der große Nachteil bei den Dingern. Da komme ich, glaube ich, an einer anderen Stelle noch zu. Wasser ist ein ganz großes Thema bei vielen Sachen. Vorher bleiben wir aber noch bei dem Thema Wärme. Und da ist es so, dass der beste Schlafsack nutzt nichts, wenn man auf irgendwie einer kalten Metallplatte liegt, weil unter einem wird das Körpergewicht dafür sorgen, dass die Isolation zusammengedrückt wird, auch wenn man ein bisschen leichter ist als ich. Und dann isoliert die halt nicht wirklich gut und die ganze Wärme geht in den Boden und man hat nichts gewonnen. Deswegen braucht man unbedingt irgendwas drunter. Ja, was gibt's da? Bekannt, kennt man vielleicht auch aus dem Urlaub im Freibad, die gute alte Luftmatratze. Billig, man kann sie ganz gut überall kriegen, ist eigentlich auch recht robust. Das ist halt irgendwie innen mit Gummi bezogene Baumwolle, glaube ich, in der Regel. Ist aber verflucht schwer. Also so eine Luftmatratze wiegt 2,5-3 Kilo und klein ist es auch nicht gerade. Ja, ein Klassiker. Das hier ist vom quasi Erfinder Thermarest. Selbstaufblasende Self-Inflating-Matte. So wirklich selbstaufblasend sind die auch nicht. In der Regel muss man immer noch so ein bisschen nachpusten. Und dann hat man natürlich seine Atemluft in der Matte und also spielt vielleicht jemand ein Blasinstrument und weiß, dass er da ab und zu mal mit einem Ventil was ablassen muss, was keine Luft ist. Ja, man drückt die ganze Feuchtigkeit da rein und kann davon ausgehen, dass früher oder später da sich auch ein gewisses Ökosystem entwickelt in so einer Matte. Gibt's Lösungen? Das ist jetzt auch wieder, ist nicht für so eine selbstaufblasende, aber das ist, man sieht wieder den Hersteller. Ich habe da so meine Favoriten und bin auch zuvor gewesen, auf verschiedenen Webseiten zu gucken. Das ist halt quasi eine Pumpe. Ja, also ich habe keine Probleme damit, so einen riesengroßen Sack mit der Lunge aufzupumpen als Nichtraucher, aber die Feuchtigkeit, die kann ich mir nicht rausfiltern und von daher sind irgendwelche Pumplösungen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und ja, stimmt nicht ganz mit dem Selbstaufblasen. Und die letzte Möglichkeit ist eine leichtere Form der Luftmatratze. Moment mal, habe ich meine dabei. Die wiegen halt nicht 3 Kilo, sondern ein paar hundert Gramm und sind halt so groß, auch 1,80 Meter lang. Und die sind eigentlich ganz praktisch. So, dann haben wir noch ein bisschen mehr. Ein bisschen, ja. Also isolieren eigentlich nicht besser als eine Luftmatratze, aber wenn man nicht gerade im Winter unterwegs ist, reicht das in der Regel. Man muss immer gucken, was man tatsächlich in den jeweiligen Gegebenheiten braucht. Wenn man wirklich im Winter unterwegs ist, ist das hier das Richtige. Das ist eine Luftmatratze, die nochmal entweder gefüllt ist mit Daune oder Synthetik. Und die Dinger sind, also es ist quasi wie so ein Schlafsack, der selber sicherstellt, dass er immer genug Höhe hat. Und damit kann man recht gut auch auf Schnee schlafen und muss sich keine Sorgen machen. Auch recht leicht, auch recht klein verpackbar. Für Leute unter Extrembedingungen eigentlich ganz beliebt.
auch unter Extrembedingungen ganz beliebt, ist Evazotte oder wie immer man das ausspricht. Das ist so ein geschlossen poriger Schaum. Die sind billig, gehen quasi nicht kaputt, ist leicht, sind ein bisschen sperrig. Das sind so die Eigenschaften von dem. Wäre eigentlich das ideale Material für mich, weil ich liege gerne hart und die Dinger, je nachdem wie dick die sind, sind halt auch nicht sehr weich und nachgiebig. Haben aber den aus meinen Augen entscheidenden Nachteil, dass man wirklich jedes kleine Steinchen darunter merkt. Und das heißt, wenn man seinen Schlafplatz vorher gründlich absucht und abfegt und dann in der Nacht vielleicht noch einmal irgendwie eine Kastanie oder sowas wegsucht, die einem da im Kreuz drückt, dann kommt man mit denen ganz zurecht. Und das Unkaputtbar stimmt halt wirklich, das ist ein gewaltiger Vorteil. Diese ganzen anderen Matten, die wir hatten, da wird halt Luft reingepumpt und wenn man da einmal mit einem Ohrringstecker oder sowas gegenkommt, dann macht pfft. Und dann, naja, in der Regel kann man es flicken, aber das passiert einem dann ja auch mitten in der Nacht und da hat man nicht wirklich Lust, da irgendwie rumzuflicken. Und diese Matten aus geschlossenporigem Schaum, die kann man im Prinzip in kleine Teile schneiden und wieder zusammenkleben mit ein bisschen Panzerband und die funktionieren noch nach wie vor. Die werden halt nur hässlich, wenn man sie ein bisschen schlecht behandelt, aber zum Schlafen taugen die immer. Beim Auseinanderschneiden noch was man sagen kann, es gibt von den meisten Matten immer auch Ausführungen in nicht voller Länge, weil man sagt halt, über die Beine verliert man nicht so viel Hitze wie über den Oberkörper und dann gibt es halt auch Unterlagen in Dreiviertel oder halber Länge oder manche würde dann sagen, unter die Beine legst du dann halt irgendein Kleidungsstück oder was du hast und hast halt nur den Oberkörper auf der richtigen Matte, wenn man dann wirklich Gewicht sparen will. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Warm sind wir schon, jetzt wollen wir trocken bleiben. Und das bekannteste dafür ist das Zelt. So, und da haben wir natürlich das Fürstzelt. Ist heutzutage eigentlich nicht mehr gebräuchlich. Ist jetzt nicht so, dass das total schlecht ist, aber es hat schon gewisse konstruktive Nachteile. Kriegt man heutzutage auch nicht mehr zu kaufen. Was man eher zu kaufen kriegt, ist die Igloo, kennen alle, ne? Also eine ganz billige Variante. Muss man auch nicht viel sagen. Das klassische mit Alufolie, alubedampfte Material, was so schön glitzert in der Sonne, gibt es quasi in jedem Baumarkt. Jetzt das andere Extrem. Nicht so sehr, was die Bauform angeht, sondern der Hersteller. Das ist von Hilleberg 1. Das ist quasi der State-of-the-Art Deluxe Serienfertiger. Die kosten auch ein Schweinegeld. Ich schätze, das Zelt wird irgendwie was bei 900 Euro liegen. Und die Konstruktion ist ein Tunnel. Diese Konstruktionsweise hat den Vorteil, dass man sehr viel Platz rausziehen kann aus dem Material, was man irgendwie in die kleine Tasche zusammenpackt. Steht aber nicht selbst, anders als die Iglo. Das heißt, bei einem Tunnelzelt muss man auf jeden Fall dafür sorgen, dass man so ein paar Abspannpunkte hat mit Heringen. Sonst hilft einem das schönste Zelt nicht. Keine Abspannpunkte braucht man bei der nächsten Form. Die Freunde draußen, die gerade zusammenbauen, werden jetzt hellhörig. Geodät, das ist nicht ganz so nach diesen Konzepten zusammengebaut, aber die Idee da ist halt, dass man quasi sowas Ähnliches wie ein Iglu hat, aber die Gestängebögen überkreuzen sich mehrfach. Dadurch ist das Ganze recht sturmstabil. Es ist jetzt aber nicht so, dass die anderen Zelte alle sofort zusammenbrechen, wenn ein bisschen Wind kommt. Also man darf das alles nicht so eng sehen. Das Modell ist jetzt eine gewisse Besonderheit. Das ist das Wechsel 42 oder 42. Und das ist entstanden in Zusammenarbeit mit so einem Online-Forum. Also so ein bisschen Internet haben wir doch. Weiß ich nicht, inwiefern das gelaufen ist damals, aber die haben wohl so ein paar Abstimmungen gemacht und gefragt, wollt ihr lieber einen Tunnel oder ein Iglu oder ein Geodät und wollt ihr lieber blaues Aluminium oder rotes? Keine Ahnung, was sie da alles gemacht haben. In erster Linie war es natürlich eine Marketingaktion, gehe ich von aus, und dann haben sie da ein Zelt von gebaut. Noch ein bisschen exotisch, Pyramidenzelte. Die sind natürlich überhaupt nichts, wenn man alleine unterwegs ist. Da ist man mit 8 Kilo oder mehr, manchmal auch ein bisschen weniger dabei. Und das lohnt sich nur, wenn man mindestens 4, 5 oder vielleicht sogar 10, 12 Leute dabei hat. Hat aber gewissen Charme, wenn man dann in so großen Gruppen unterwegs ist. Denn es ist eigentlich eine einfache, überschaubare Konstruktion. Man hat halt so eine Stange in der Mitte und fertig und wird dann nur noch abgespannt. Und die Dinger sind modular,
Das heißt, oder oft sind sie das. Das heißt, man kann sich vielfach entscheiden, ob man den Boden reinknüpft oder ob man den draußen lässt. Das ist bei anderen Zelten eher unüblich, dass man da sagen kann, ach, heute lasse ich den Boden mal zu Hause. Und dadurch, dass man den Boden rauslassen kann, sind sie auch beheizbar. Das heißt, wenn man so ein großes Tipi oder eine Jote hat, kann man da ein Feuerchen, naja, das würde ich jetzt nicht machen, aber also man kann da Feuer drin machen und ist nichts. Genau, ja, also es gibt da aber sogar eine Möglichkeit, einen Zeltofen in diese Stange, die das ganze Ding stützt, reinzubringen. Und ja, das ist natürlich auch nur sinnvoll, wenn man bei Minusgraden unterwegs ist oder eine extreme Frostbeule ist, aber auf jeden Fall eine ganz lustige Angelegenheit. Man kann da auch ein Saunazelt von machen. Man, grillen kann man dann auch da drin, ja. So, Zelt, kommt noch. Man kann ein Zelt aus vielen Materialien bauen, altbekannt, die Baumwolle ist schwer. Baumwolle hat hier einen schlechten Stand, ich muss das vorneweg sagen. Eigentlich mag ich die, ich habe auch viel Baumwollklamotten, aber draußen ist es meistens nicht so optimal. Das mit der Wasserdichtigkeit geht eigentlich, also ist nicht so perfekt wie die anderen Materialien, aber wenn es dann mal nass ist, dann will man es in der Regel auch trocknen und das dauert bei Baumwolle halt. Der Vorteil ist, Baumwolle ist, es brennt natürlich auch, aber das ist nicht irgendwie auf Erdölbasis und man muss Angst haben, wenn man da einmal mit ein bisschen Funke gegenkommt, dass einem das Ding über der Rübe wegschmilzt. Und Baumwolle ist ein Naturmaterial, ne? Man hat da keinen Plastik. Da gibt es Polyester, ja, ist so die günstige Variante von Zeltmaterial, wenn man dann Kunststoff haben will. Ist ein bisschen schwerer als die Alternative, Nylon, und da hat man gängigerweise, wenn man in die Vollen geht, so ein silikonisiertes Material. Interessanterweise ist bei unseren Freunden in Amerika, die, wie ich gerade gesehen habe, dankenswerterweise auch dieses Gebäude errichtet haben, werden also wahrscheinlich eh alle abgehört hier, sind in Amerika diese Polyesterzelte vergleichsweise weit verbreitet, weil die ein bisschen feuerunempfindlicher sind wohl. Und die haben da halt so ein paar Schutznormen, die dafür sorgen, dass die bösen, gefährlichen Silnylon-Zelte, die bei uns hier so state of the art sind, nicht so weit verbreitet sind drüben über dem Teich. Und dann gibt es noch Cuban Fiber. Das ist ja so ein, ich sag mal, so ein Weltraummaterial. Kommt, glaube ich, nicht aus der Weltraumforschung, aber es ist halt extrem leicht, ist ziemlich stabil, aber es ist gewaltig teuer. Zelte aus dem Material sind eher unüblich. Und durch die Dünne ist es so quasi durchsichtig, ja, was man beim Zelt vielleicht auch nicht unbedingt will. Wobei, da hat man meist eine zweite Wand, da ist es nicht so schlimm. Und es ist auch nicht so abriebfest, dadurch, dass es dünn ist. Also es ist wohl ein sehr, sehr reißfestes Material, aber wenn man eine Hose daraus bauen würde, hätte man da keine Freude mit. So, das nächste, was man, ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, beim Zelt braucht, ist in der Regel ein Gestänge. Da gibt es, kennen alle, Fiberglas. Ist billig, hat aber hässliche Splitter. Man muss jetzt nicht mit dem Schlimmsten rechnen, so ein Zelt kann auch heile bleiben, aber wenn was kaputt geht, hat man mit Fiberglas eigentlich verloren, weil dann schlimmstenfalls macht es einem auch die ganze Zelthülle kaputt und das ist nicht so lustig. Die Profis nehmen heutzutage Aluminium. Das hat den charmanten Vorteil, dass man da in der Regel bei einem Bruch einfach so eine Hülle rüberschieben kann und dann funktioniert das Teil wieder so halbwegs, zumindest bis man wieder zu Hause ist. Und ja, immer ein Thema Carbon. Ja, schön. Ja, also es gibt, glaube ich, gar kein Zelt, was man per Laden mit Carbon-Gestänge kriegt, man kann das nachrüsten. Ja, und Carbon ist halt ja, die ganzen tollen Sachen wie Rennräder und was weiß ich noch alles sind aus Carbon, weil das ist ja so toll leicht und so weiter. Ist halt die Frage, ob sich das lohnt, wenn man da ein paar hundert Gramm spart, ein paar hundert Euro auszugeben dafür, dass man so ein Carbon-Gestänge nachträglich kauft. Und Nexot, Luft. Das ist jetzt von der Firma Heimplanet, auch ganz lustig. Eher so wieder ein Exot, nicht so, ja, ich würde es nicht unbedingt verwenden wollen, wenn es darauf ankommt, aber ist natürlich sehr leicht aufzubauen, weil man muss nur ein bisschen Luft rein und dann kommt das Ganze halt unter Spannung und dann hat man da auch seine Unterkunft. So, hier gehe ich jetzt ganz schnell durch.
Features, was gibt es bei einem Zelt? Eine Apsis, das ist der Vorraum, das ist ganz nützlich, also der Bereich quasi, wo man keinen Zeltboden hat und dann theoretisch ein bisschen gefahrloser kochen kann oder auch seinen Rucksack abstellen, ohne dass man das mit in den eigentlichen Zeltraum reinnimmt. Ist nicht schlecht. Das Zelt, was hier vorne neben dem Fluss steht, hat eine recht große. Das ist so eine Mixkonstruktion aus Iglu und Tunnelzelt und hat dadurch eben eine recht große Apsis und Vorraum. Dann ein Gearloft oder eine Leine, das ist eigentlich auch ganz praktisch. Da kann man sich seine Socken also nachts vors Gesicht hängen, damit man weiß, wo sie sind. Oder auch irgendwelche anderen Sachen wie eine Lampe oder so. Dann Taschen. Taschen sind immer toll. Ja, am besten an jeder Ecke eine, damit man sein Buch da irgendwie reinpacken. Eingänge. Eingänge sollte man nie vergessen, also mindestens einen. Es kann aber auch nicht schaden, wenn man einen zweiten hat, gerade wenn man zu zweit ist, ist das nützlich. Oder auch, wenn man extreme Wetterbedingungen hat, dass man dann halt, wenn der Wind von links kommt, nach rechts rausgehen kann und da nicht den ganzen Schnee reingeweht kriegt. Moskitonetz, ja, ist empfehlenswert. Nicht, wenn man irgendwie bei Minusgraden unterwegs ist, aber in den Regionen, wo oft Minusgrade sind, also Skandinavien oder Sibirien oder etc. pp., da wird man ein Moskitonetz lieben. Und am besten nimmt man da auch eins, was extra fein ist. In Schottland heißen die Dinger Midges, in Schweden nennt man sie Knotz. Es gibt so ein paar ganz biestige kleine Mücken, die sind total nervig. Sind nicht wirklich schlimm. Im ersten Schwedenurlaub habe ich auch gedacht, dass irgendwelche Gewitterfliegen oder so und die weitestgehend ignoriert und die nächsten 10 Tage sah ich aus wie ein Streuselkuchen. Hat aber nicht großartig wehgetan oder gejuckt. Die Biester sind also wirklich nur unangenehm und lästig. Ja, gut. Heringe, ob man es jetzt mit E oder R schreibt, ist mehr oder weniger egal. Wikipedia sagt, vielleicht kommt es sogar vom Fisch. Erdnagel kann man auch sagen. Da kommt man aus dieser Problematik elegant raus. Gibt es aus verschiedenen Materialien. Ja. Ja, ich weiß. Jetzt habe ich hier... Ach naja, was soll's, haben wir ein bisschen Musik. Heringe gibt es aus verschiedenen Materialien. Die Klassiker sind Aluminium oder Stahl. Plastik geht aber auch. Holz kann man nehmen, dann kann man sie sich zur Not sogar selber zurechtschnitzen. Oder die Deluxe-Variante, in dem Fall Titan. Titan ist cool. Ist aber vergleichsweise selten. So, und dann gibt es verschiedene Formen. Das hier ist so wirklich das, was man mit Fug und Recht als Erdnagel bezeichnen kann, wenn man eben einen harten Untergrund hat und da mit einem Stein, Gummihammer oder was auch immer draufkloppeln will. Dann hat man am besten sowas. Dann gibt es noch welche für Sand oder Schnee. Ne, wenn man sich um das Reinklopfen nicht so Sorgen machen muss, dann ist man mit denen oben ganz gut bedient. Und die haben dann halt ein bisschen Widerstand durch die große Fläche. Und im Fall von Schnee sind auch die. Zu den harten Bodengeschichten sollte man noch sagen, das Blödeste, was man natürlich haben kann, ist ein Boden, wo irgendwie Steine drin sind. Da ist man... oder viele Steine, da hat man dann halt wirklich das Problem, man steckt den rein, denkt wunderbar und klopft und hat da drunter einen Stein und dann haut man rum wie sonst was. Deswegen sind die in der Regel auch nicht aus Aluminium, sondern aus Stahl oder irgendwas anderem Stabilen. So, man braucht auch gar keine Heringe, man kann auch einfach irgendwelche Säckchen nehmen oder das Boot oder was auch immer, was man hat. Man braucht ja nur ein bisschen Gewicht. Die kann man auch eingraben und dann kann man gerade in so Sand- oder Schnee-extremen Situationen auch ganz gut zurechtkommen. Ganz schnell ein Beispiel für ein lustiges Zelt. Das hat ein interessantes Feature. Es ist ein Einmannzelt, aber ist an der Stelle nicht so wichtig. Es hat außen keinen Reißverschluss. Das finde ich ganz lustig. Es hat nur einen Bogen und über diesen Bogen schiebt man halt die Außenhülle nach oben und nach unten, wie so eine Jalousie. Eine ganz lustige Idee. Und es gibt ein paar Features, die man auch hervorheben kann. Der Packsack. Jeder von diesen billigen Baumarkt-Iglos wird das kennen. Die Dinger aufbauen und zusammenpacken geht eigentlich ganz gut. Nur das in die Tasche rein ist immer scheiße. Das ist bei so einem Sack recht einfach. Der wird nicht an dem schmalen Ende, das wäre normalerweise ja hier irgendwie aufgeschnürt, sondern an dem breiten. Das heißt, man rollt das Zelt zusammen, legt das darauf und dann klappt man den Sack darüber gewissermaßen und das geht sehr viel unproblematischer. Und noch ein schönes Feature an dem Zelt, dieses ganze Kleinzeug hat eine schöne Tasche, da kann man das ordnen. Ne? Man sieht, es gibt ein Fach für die Heringe, für Reparaturmaterial und für das Zeltgestänge, schöne Sache. Und man kann vor allen Dingen, wenn man zusammenbaut, das Ding nehmen und das Zelt da drum rumrollen und dann hat man gleich so einen guten Anfangspunkt und kann das gut verpacken. Und was auch lustig ist,
Die Abspannleinen hier bei dem, das ist auch ein nettes Feature, haben so kleine Täschchen, da kann man die Leinen um zwei Finger wickeln und dann packt man sie in die Tasche, stülpt das um und dann baumeln die nicht die ganze Zeit rum. Und netter Nebeneffekt, die Zeltleine ist so ein bisschen markiert durch dieses Fähnchen und man stolpert nicht so leicht darüber. So, ich hatte ja vorhin schon eine Zwischenfrage zum Thema Tarp. Es war erst der Anfang. Vorneweg mein persönlicher Favorit, wie man auch sehen kann. In Deutschland selber leider selten verbreitet. Das da ist eine Vabonet Outdoors Ridge Runner. Das ist ein Hersteller aus Amerika, der dort eigentlich einen recht guten Ruf hat. Man liegt wirklich wunderbar bequem, nicht nur in der Hängematte, sondern wenn man weiß, wie in fast so ziemlich jedem Modell. Ja, gewichtsmäßig ist eine Hängematte für einen Einzelreisenden durchaus eine attraktive Wahl, wobei es... Also es gibt leichtere, noch leichtere Möglichkeiten, ist aber unglaublich komfortabel, finde ich, mit der Hängematte. Vor allen Dingen auch, weil man, und das ist halt das Hauptproblem bei so Ein-Mann-Zelten, da muss man richtig reinkriechen. Die haben irgendwie eine Höhe von 60 Zentimetern und dann hat man vielleicht einen Eingang, der ist 40 Zentimeter hoch. Und wenn es dann regnet und Dreckwetter ist, dann wälzt man sich da durch den Boden und das geht bei einer Hängematte ganz bequem. Man setzt sich rein, zieht die Schuhe aus, Beine hoch, fertig und man ist zufrieden. Da habe ich noch ein paar Hersteller, aber da gehe ich jetzt ganz schnell durch. Ja, da kann man kaufen in England. Das ist ein ganz sympathischer Anbieter, hat diverse Modelle in diversen Preiskategorien. Da sieht man auch, wie man so eine Hängematte wintertauglich machen kann. Von unten sind die Biester nämlich schweinekalt. Also selbst wenn es im Sommer mal nicht ganz so richtig brüllend warm ist, friert man von hinten. Und deshalb muss man darauf achten, dass man in der Hängematte auf jeden Fall von unten isoliert ist. Ja, die kriegt man hier sogar in Deutschland halbwegs gut zu kaufen, von dem Hersteller. Die nicht. Das ist, habe ich lange überlegt, aber mich dann doch entschieden, nee, lass mal. Sehr teuer, das da unten, die haben halt auch so ein Modell, wo man, wenn man Glück hat und drei passende Bäume findet, tatsächlich zwei Hängematten oder eine Hängematte so hängen kann, dass man da zu zweit. Und das ist auch ein ganzes System. Also der Preis ist dadurch vielleicht ein bisschen relativiert, aber bleibt schweineteuer. So, und das ist mal, ich glaube sogar was Deutsches, habe ich auch noch nicht ausprobiert, finde ich aber ganz interessant. Erschlägt das Isolationsproblem, indem er quasi so eine Art Schlafsack mit Halteseil konstruiert hat. Von der Theorie ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also wenn man einfach einen normalen Schlafsack nehmen würde und sagt, ich mache den ein bisschen stabiler und mache oben und unten ein Seil hin, das wird nicht bequem. Also man muss in der Hängematte richtig liegen. Wenn man das falsch macht, tut man dem Rücken nichts Gutes. Und ich weiß halt nicht, ob das in der Konstruktion tatsächlich machbar ist, dass man da bequem liegen kann. Aber Gesundheit. So, in der Hängematte Isolation ist wichtig. Mag ich auch ganz gerne, der Quilt. Man könnte auch einfach Decke sagen, aber Quilt klingt cooler. Das hier ist von Thermarest, benutze ich auch selber, ist eine nette Sache. Wir haben ja schon gesagt, der Schlafsack hilft unten, wo man drauf liegt, sehr wenig, weil da wird er zusammengedrückt. Also warum lässt man das unten nicht einfach weg? Und kann man. Ja, da nimmt man eine Decke und der Vorteil bei dem ist ja halt, dass da an der Seite Druckknöpfe drin sind. Da kann man das dann mit der Matte zusammenknüpfen und dann kann man auch sicher sein, dass man nicht irgendwo an der einen Seite die Isolation hochdrückt und dann an der Stelle friert. Gibt's auch von Expat, für zwei Personen sogar. Und das hier gibt's nicht in Deutschland. Der Hersteller heißt Big Agnes. Das ist sieht jetzt aus wie, ja, passend zur Pyramide, der Sargophag. Ist auch kein klassischer Quilt, ist einfach ein Schlafsack, bei dem man gesagt hat, okay, wir isolieren nur oben und unten haben wir eine Tasche, da schiebst du deine Isomatte rein und dann hast du halt auch keine Probleme mit Kälte. Eigentlich ein ganz nettes Konzept. So, was haben wir jetzt? Das Feldbett. Ja, gibt es auch Sachen, die leicht sind. Das ist ein Hersteller, der wurde von Thermarest aufgekauft. Wiegt, glaube ich, auch nur 1,5 Kilo und ansonsten gibt es halt noch diese massiven Feldbetten, die man vielleicht ab und zu mal in Notunterkünften in der Turnhalle sieht. Ja, also das hier ist ganz lustig, weil das technisch ganz pfiffig gemacht ist, aber würde ich im Zweifelsfall auch nicht nehmen wollen, wenn ich selber unterwegs bin. Dann kommen wir jetzt zum Tarp. Vorhin hat es ja schon einer erwähnt. Gehe ich nur ganz kurz drüber weg. Man sieht, über der Hängematte da habe ich auch einen Tarp. Das ist sogar aus Baumwolle.
Ja, mit einem Tab kann man eigentlich recht viel anstellen. Es ist nur eine Plane, sprich ein Stück Stoff, idealerweise irgendwie wasserdicht. Und man hat halt an möglichst vielen Stellen Punkte, wo man mit einer Schnur rangehen kann. Und dann kann man das halt zwischen zwei Bäumen spannen oder man hat zwei Stangen und stellt das darauf. Oder also da kann man ganze Bücher darüber schreiben, wie man so einen Tab überall aufstellen kann. Und wenn man da Erfahrung mit hat, kann man auch ziemlich viel damit anstellen und braucht gar kein richtiges Zelt. Und auch nochmal für die Extremisten der Biwaksack. Das ist quasi so ähnlich wie die Rettungsdecke von dem Kollegen, die wir hier vorhin gehört hatten. Nur eine wasserdichte Hülle und sorgt halt in der Regel auch dafür, dass man danach, dass man da drin schläft wie in einem Bratenschlauch. Es ist ohne weiteres möglich, dass man in der Nacht so einen halben Liter oder mehr Flüssigkeit ausschwitzt. Und durch eine Daunendecke geht die halt noch draußen. Und wenn man eine luftdichte Hülle um sich rum hat, dann geht die nicht nach draußen und bleibt drin und das ist dann nicht so toll. Deswegen, ich glaube, das ist bei dem so, gibt es Schlafsäcke, die haben so eine Art Gore-Tex-Membran und da kann man dann in der Theorie, obwohl die wasserdicht sind von außen, den Wasserdampf von innen rausdrücken lassen. Man muss mich ein bisschen sputen. So, Wurfzelte, eher witzlos, ganz lustig so vom Konzept, aber machen eigentlich nur Sinn, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und zusammenbauen, da kann man auch wieder Bücher drüber schreiben. Ne? Da gibt's viele Leute, die da garantiert schon fluchend vor ihrem Wurfzelt gestanden haben und dann am Ende haben sie das Ding da stehen lassen, wo sie es aufgebaut haben. Noch ein Exot, das habe ich an der Loire tatsächlich mal bei einem Schweizer im Einsatz gesehen. Das ist ein Expert Polaris, das ist ein Einwandzelt. Ne? Die meisten Zelte, das ist ein wichtiger Aspekt, haben zwei Wände, damit man eben diese Bratenschlauchproblematik umgeht und die Innenwand trocken ist und an der Außenwand kann das ganze Geseire dann halt ablaufen. Das hier hat nur eine Wand, wirkt dadurch innen unglaublich riesig. Also normalerweise ist man halt gewohnt, wenn man in so ein Zelt reinkommt, dass es durch diese doppelte Wand sehr viel kleiner aussieht. Ist bei dem nicht so. Hat dafür diese lustigen Schläuche da hinten, wo man halt die Durchlüftung herstellen kann und sieht einfach auch putzig aus. So, da gehe ich ganz kurz drüber weg. Kleidung ist eine gute Sache, sollte man dabei haben. Auch wenn man in extremer Wildnis unterwegs ist und am besten auch das Richtige. Ganz schnell, da kann man auch ganze Bücher füllen. Bekannt ist das Zwiebelprinzip. Ja, nicht eine richtig dicke Jacke, sondern irgendwie zwei dünne. Und dann kann man halt die eine rausnehmen und dann hat man ein bisschen Variationsmöglichkeiten. Und dann, was für Kleidung machen? In erster Linie Feuchtigkeit und Temperatur regulieren. Dafür gibt es dann, ich habe es vorhin schon gesagt, dieses Gore-Tex-Thema, Membranen sind bei Kleidung dann tatsächlich halbwegs verbreitet. Bei Zelten ist es eher unüblich, könnte man auch Membranen nehmen, aber bei Kleidung gibt es das tatsächlich mal, aber Membranen sind teuer. Und da gibt es noch ein paar Materialien, Wolle, Merino zum Beispiel ist fein, wo wir vorhin beim Campinghandtuch schon die Frage nach der Geruchsbelästigung haben. Wolle ist da halt vergleichsweise unempfindlich und je nachdem, was man für Wolle hat, kann die auch beim Thema Wasser halbwegs gut mithalten. Und bei Kleidung könnte man auch Leder nehmen. Das hat man bei den anderen Möglichkeiten, wo man Stoff verwendet, eher nicht. Und ich denke mal, die Leute kennen Leder und wissen, was das ist. Jetzt habe ich noch zwei Beispiele, die ich ganz lustig fand. Das hier ist ein Hersteller, der baut quasi so eine Art Rettungsweste. Und die kann man mit so einer kleinen Gaspatrone mit Argon aufblasen. Ich glaube, es war Argon. Ich weiß gar nicht. Irgendein Chemiker da, der weiß, was für Wärmeleitkoeffizienten Argon hat. Ist das da irgendwie herausragend? Das benutzt man doch auch fürs Tauchen. Argon. Argon ist völlig inert, ist das billigste Edelgas. Ja, also deswegen werden sie es genommen haben. Ja, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so toll isoliert. Mir wäre es ein bisschen suspekt, aber da gibt es halt so einen Hersteller, der hat da, links sieht man einen so eine Liege, das sieht auch sehr merkwürdig aus, so ein bisschen wie so ein Skelett, finde ich. Und spart man sich halt die Mühe mit den Pumpen, wenn man faul ist und kann auch die Wärme von der Weste dann im Idealfall so ein bisschen regulieren. Aber ich weiß nicht, ob ich mich damit irgendwie raustrauen würde. Dann auch was, wo man sich vielleicht nicht mit raustrauen würde, ist der Poncho. Ein eher albernes Kleidungsstück, wenn man das so sieht, hat aber gegenüber einer Jacke den Vorteil, dass man A, einen Rucksack beispielsweise mit drunter tragen kann, wenn man nicht so einen zu großen hat. Und es ist sehr flexibel. Dann,
Genau, eine Poncho ist im Prinzip nichts weiter als ein Stück Stoff. Und da kann man also auch, wenn man irgendwie einen Wanderstab oder so ein Trekking-Pole hat oder irgendwas anderes, kann man da ein Dach draus bauen oder man kann auch eine Unterlage von machen und ist damit ganz flexibel. So. Vor allem unübertroffen gut beatmet. Und es ist... Wenn man irgendwo in den wärmeren Gegenden, wo es trotzdem regnet unterwegs ist, alles an geschlossenen Armen, wird man von innen dann genauso nass wie von außen. Genau, ja. Das ist ein extrem guter Punkt für den Poncho. Der Wind bläst halt dadurch und das sorgt halt dafür, dass man nicht so leicht anfängt zu schwitzen. Wenn es richtig windig ist, hat man natürlich den Nachteil, dass das Zeug so ein bisschen rumflattert. Aber grundsätzlich ist es ein guter Punkt, wo man sagen kann, da ist der Poncho sogar besser als eine Jacke. Ja, wichtiges Thema, man will in der Regel ja auch was essen. Und jetzt müssen wir uns mal beeilen. Das, was viele sicherlich kennen, ist der Spirituskocher. Das ist simpel. Im Zweifelsfall kennt man das vielleicht sogar vom Nicht-Raclette-Fondue. Ja, man hat irgendwie so ein kleines Ding, füllt da Spiritus rein. Und Spiritus kriegt man ja auch gut überall. Ist kein Problem, ist auch nicht so teuer. Hat den Nachteil, es gibt da keinen Ausschalter und man kann den auch nicht so richtig gut regulieren. Also man kann schon so ein bisschen, aber in der Regel ist es das Einfachste, man macht den an und wartet, bis er ausgeht und dann füllt man gegebenenfalls nach. Das ist auch noch ein Problem, wenn man weiß, man hat nicht genug, muss man halt trotzdem immer warten, bis er ausgeht. Ich will keinem empfehlen, in den laufenden Spirituskocher Spiritus nachzufüllen. Tut das nicht. Das da ist der bekannte Marktführer Trangia. Wer sich so einen kaufen will, macht den Urlaub in Schweden, die Sachen sind da viel billiger als in Deutschland. Ja, dann die deutsche Antwort, S-Bit, ist den Leuten vielleicht von den Würfelkochern bekannt. Damit würde ich aber im Zweifelsfall nur meinen Kaffee warm machen und da ich keinen Kaffee trinke, ist das hinfällig. Ist ein ganz ähnliches Konzept, hat anders als der Trangia einen Wärmetauscher. Der Trangia hat ja so einen großen Windschutz, funktioniert auch ganz gut. Dann Benzinkocher ist für extreme Expeditionen eigentlich das Mittel der Wahl, aber wenn man es gemütlich und bequem haben will, Benzin stinkt, man muss das warten und es gibt da auch Benzin, so Reinigung oder so Spezialbenzin für das, das stinkt nicht und man sollte das auch verwenden. Normaler Sprit aus dem Auto kannst du nehmen, brennt auch. Ja, also normalerweise. Ja. Und es gibt da aber auch irgendwie so White Spirit, keine Ahnung. Ja, also so Nähmaschinensprit. Kann man nehmen, aber also ich persönlich nehme keine Benzinkocher. Die haben aber ihre Daseinsberechtigung, weil man hat halt den Vorteil, dass man recht genau abschätzen kann, wie viel Brennmaterial man da noch hat. Die funktionieren auch unter großen Höhen und niedrigen Temperaturen. Das ist bei Spiritus und Gas so ein bisschen, sind aber auch kompliziert. Also man muss da pumpen und man muss irgendwie ein bisschen vorwärmen und so weiter. Also mit einem Benzinkocher losziehen, da sollte man den zu Hause zumindest einmal am Laufen gehabt haben, damit man weiß, was man da machen muss. Was ich persönlich am liebsten mag, ist Gas, kennt man, ist einfach in der Handhabung, gut zu regulieren. Ich koche zu Hause auch am liebsten mit Gas, wenn es irgendwo geht, machen eigentlich auch ganz gute Leistungen, also mehr als der Spirituskocher auf jeden Fall. Brauche aber Gaskartuschen, was nicht so schön ist, weil wenn die alle sind, dann hat man die eben trotzdem an der Backe, man sieht nicht genau, wie voll die noch sind. Gibt es auch verschiedene. Das ist auch ziemlich wackelig. Das ist ein bisschen blöd, wenn man so auf der Wiese kocht. Da gibt es verschiedene. Es gibt sogar Kocher, die man hängen kann. Da ist man da ganz außen vor. Aber es gibt halt den klassischen, wo man alles so übereinander stapelt. Die gibt es auch von Campinggas, diese ganz billige Variante. Die sind natürlich ziemlich wackelig. Das hier ist, ist das der MSR Reactor? Da sieht man unten, hat man noch nicht mal so eine offene Flamme, sondern das sieht aus wie so ein Leuchtpilz. Aber Gas kriegt man auch überall. Also ich meine, wenn man Gas ist leichter, Benzin ist leichter zu kriegen, weil da hast du auch im Ausland, also zumindest wenn du kein Feuerzeugbenzin willst, sondern Tankstellenbenzin dich damit zufrieden gibst, kriegst du das überall. Und Gas, da musst du halt auch gucken. Hast du da, wo du im Land bist, Stechkartuschen oder Schraubkartuschen oder welche Normen hast du da? Und muss man sich vorher informieren. Ja, da muss man also... Das ist natürlich auch schwierig. In Spanien zum Beispiel gibt es nur in Tabak. Ja, also...
Von daher ist Benzin und Spiritus in der Regel unproblematischer als Gas. Aber wenn man sich vorbereitet, ist das alles kein Problem. So, das ist noch ein anderes Modell, der Jetboil und weiter. Und natürlich richtig cool, Lagerfeuer. Ist halbwegs flexibel, der Treibstoff ist billig, es sei denn, man ist irgendwo in der Antarktis oder sonst wo, wo es kein Holz gibt. Ja. Dann hat man aber den großen Vorteil der Flexibilität eingebüßt, weil wenn man Holz mitnimmt, also der Brennwert ist halt verglichen mit Benzin eher niedrig. Ne? Dafür ist offenes Feuer immer eine schöne Sache, bis der Wald nebenan anfängt mitzubrennen. Nachteil, den man hat, ist, dass die Töpfe verrußen. Ne? Und da generell, ich hasse so Antihaftbeschichtungen. Gerade wenn man unterwegs ist, zu Hause mag ich sie auch nicht so gerne, da nehme ich sie manchmal. Und wenn man auf so einem Feuer unterwegs ist, da würde ich auf jeden Fall dazu raten, am besten Edelstahl. Oder Titan, wenn man das kriegt, oder irgendwelche anderen Weltraummaterialien. So, das, was ich da selber verwende, ich blende es jetzt nicht nochmal ein, ist ein nettes Ding. Das ist der Brandy Reisegrill. Wird nicht von irgendwelchen ausgebeuteten indonesischen Kindern, sondern von ausgebeuteten Behindertenwerkstätten zusammengeschweißt. Ist aber Edelstahl, quasi unverwüstlich, ist eine hässliche, aber praktische Tasche dabei, ist so groß wie ein DIN A4-Blatt. Man kann die Höhe regulieren, man kann den rumdrehen, man kann auch die ganze Ausrichtung variieren, ist ein nettes Ding. Das hier ist der Grilliput, der ist noch ein bisschen kleiner, wenn man es will, aber ganz schön friemelig. Man kann halt die einzelnen Stäbchen von dem Rost rausnehmen und dann in dieses eine Ding reinpacken und das wiederum in das andere stecken und dann hat man halt so ein kleines Röllchen, wo man seinen Grill drin verpackt. Wenn man es billig haben will, kann man aber auch einfach so ein Rost nehmen, wo man zwei Beine dran hat, die kann man ausklappen, die Dinger kosten 5 Euro und die tun es eigentlich auch, wenn man über offenem Feuer grillen will. Ein bisschen weniger offen sind Tobos und Dosenkocher. Ah, da sind wir ja. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Ich habe hier mal beispielsweise ein paar. Jetzt kriege ich Hektik. Hast du selber einen Vortrag jetzt? Ja, okay, dann darfst du. Gut, gehe ich auch nur schnell drüber hinweg. Haben halt ähnliche Vorteile wie das Lagerfeuer, aber man hat da den Kamineffekt und braucht dann im Idealfall sehr wenig Heizmaterial und mit der Feuergefahr ist auch nicht mehr ganz so schlimm. Gilt aber als offenes Feuer und das heißt, man muss gegebenenfalls aufpassen, ob man die an der jeweiligen Stelle überhaupt benutzen darf. Das ist einer aus Titan. Ja, Titan ist immer wieder schön, aber gehen wir mal drüber weg. Und das hier sind ein paar selbstgebaute, das ist auch der Charme. Man kann halt, die heißen nicht umsonst Dosenkocher, auch die komplizierteren Sachen, da gibt es Bauanleitungen für und dann kann man sich die selber zusammenbasteln. Ja, Feuer machen kriegt man hoffentlich hin. Ich kann jedem empfehlen, nehmt einfach, auch wenn ihr was anderes ausprobieren wollt, als Sicherheit zumindest noch ein Feuerzeug mit, egal was es ist. Ja, Feuer bohren ist nicht so einfach und wenn man nach 2 Stunden noch kein Ergebnis hat, kann das doch durchaus frustrierend sein. So, gibt es noch so ein bisschen Ausrüstung, die lustig ist, die Murika, das ist irgendwie aus Finnland, glaube ich, ein Konstrukt, kann man sich, denke ich mal, auch selber bauen, man braucht halt irgendwie ein gewölbtes Metall, schweißt da 3 Muttern rein und da kann man dann halt ein paar lange Schrauben reindrücken und dann kann man die Pfanne direkt ins Feuer reinstellen und damit arbeiten. Einen Schritt weiter, der Dutch Oven. Da kann man den Deckel quasi ähnlich verwenden, wenn man es drauf anlegt, aber auch so einen gewölbten Rand, da kann man Kohle raufpacken und den stellt man dann auch in die Glut, packt gut Glut drauf und kann dann sogar backen in dem Teil und recht viele Rezepte tatsächlich umsetzen, die man so nicht erwarten würde. Der ist aber aus Gusseisen. Also, Das heißt, für den Umbau nehme ich den mit, wenn ich zu genau, ja. Also das ist so Planwagen-Tracking, da wäre das perfekt. Da haben, glaube ich, die amerikanischen Siedler so eine Dinge auch gerne benutzt. Aber wer zu Fuß unterwegs ist und sich dann überlegen muss, ob er jetzt für 2 Wochen Proviant oder den Kochtopf mitnimmt. Und auch eine lustige Sache, für mich nicht so interessant, ich bin ja kein Kaffeetrinker, aber wenn man heißes Wasser haben will, man kann damit ja auch Brühe machen oder Suppe, der Kelly Kettle nutzt
auch den Kamineffekt und dass da oben die Öffnung, da kippt man nicht etwa sein warmes Wasser aus, würde ich abraten, das zu versuchen. Das ist der Abzug und man hat quasi in der Mitte so einen Kamin, das Wasser ist außen drum und der eigentliche Ausguss, sieht man jetzt hier bei den Lichtverhältnissen nicht so gut, ist links und der kann halt recht zügig und effektiv Wasser heiß machen. So, wenn man kocht, muss man auch essen. Keine Angst, den habe ich nicht gegessen. Das ist ein Wels, irgendwie knapp einen Meter lang, ein Kopf größer als meiner. Der war aber schon tot. Ja, Essen verdirbt nun mal, wie der Wels da eben auch. Kühlschrank hat man in der Regel nicht. Es sei denn, man ist irgendwie im ewigen Eis unterwegs. Da hat man ganz andere Probleme. Aber so viel vorneweg zur Einleitung. Vorneweg aber viel wichtiger als Essen ist Wasser. Ja? Man kann ohne weiteres losgehen und sagen, ich paddel jetzt 2 Wochen den Yukon runter und um mich zu ernähren, angel ich mir jeden Tag einen Hering. Ja, wenn man das versucht, dann wird man nach ein paar Tagen vielleicht schlechte Laune haben, aber in der Regel krepiert man nicht. Wenn man aber unter ungünstigen Umständen länger als ein paar Stunden ohne Wasser ist, dann kann es halt schon ganz schnell rapide bergab gehen und das kann auch gefährlich werden. Essen kann man bekannterweise also problemlos 10 Tage auskommen, wenn man nicht gerade magersüchtig ist und da entsprechend keine Reserven hat, aber ansonsten auch in diesen ganzen Survival-Situationen, Essen ist das Letzte, wo man sich Sorgen drum machen muss. Wasser ist viel wichtiger. Wasser kann man natürlich mitnehmen, wenn man es nicht ohnehin kaufen kann. Also man kann durchaus auch, gerade wenn man den Fluss runterfährt, Glück haben, dass man alle 2 Tage an einem Supermarkt vorbeikommt. Flaschen, naja, eher nicht so toll. Kanister geht im Boot, finde ich aber auch nicht so praktisch. Irgendwelche Blasen oder Wassersäcke sind eigentlich ganz günstig, finde ich. Aber das ist so ein bisschen persönliche Vorliebe. Oder man kann filtern, das ist natürlich auch eine coole Möglichkeit. Gibt es verschiedene Varianten. Das hier ist so das Kleinste. Würde ich im Zweifelsfall vielleicht auch als Notfall empfehlen, wenn man eigentlich vorhat, gar nicht auf Filterung oder sowas angewiesen zu sein. Auch ein eher kleiner. Das hier ist eher so ein klassischer Pumpfilter, ist auch recht bekannt. Den habe ich selber zu Hause mal günstig geschossen und der ist viel zu anstrengend. Dieses Gepumpe, wenn man irgendwie 2 Liter Wasser haben will und dann muss man sich ja eigentlich noch überlegen, die ersten 200 Milliliter kippt man am besten weg, weil vielleicht ist der Filter ja noch von irgendwelchen vorigen Benutzungen mit Bazillen verunreinigt in der Anfangsphase. Und also das will man nicht. Aber die Flasche daneben ist ganz praktisch. Das hier ist als Filter sehr viel schöner, weil der läuft mit Gravitation. Da hat man quasi oben einen Wassersack oder irgendwas. Da gibt es auch welche, wo der Filter direkt im Wassersack drin ist. Und das läuft dann eben nach unten durch den Filter durch. Und das dauert eine Weile, aber das macht man abends halt hin und am nächsten Tag hat man Wasser. Auf die anderen Möglichkeiten zur Wasserreinigung gehe ich jetzt mal nicht ein, weil ich bin eh schon viel zu lange hier. Dosenfutter kann man mitnehmen. Wenn man aufpasst, holt man sich auch keine Bleivergiftung heutzutage damit. Ist Wasser drin, was ein Vorteil sein kann, aber auch ein Nachteil. Ja, und ist aber durch das Wasser schwer und man hat auf jeden Fall blöden Abfall. Getrocknete Nahrung ist schon gar nicht mal so schlecht, es ist kein Wasser drin. Wie gesagt, Vorteil oder Nachteil ist grundsätzlich eher leicht. Man hat meistens ein bisschen Abfall. Und was kann man alles trocknen oder was gibt es da? Es gibt natürlich die Tütensuppe, dann gibt es bei Globetrotter für Schweinegeld irgendwelche Spezialnahrungen. Milchpulver, Eipulver ist getrocknet, Röstzwiebeln, das gibt es auch noch im Supermarkt. Und man kann ich jedem empfehlen, mal selber im Backofen Obst, Apfelchips sind super. Oder dann kennt vielleicht jemand Beef Jerky, das ist so getrocknetes Rindfleisch, was so ein bisschen mariniert ist. Wer das kauft, gibt dafür ein Vermögen aus. Man kann das Ganze auch ganz einfach selber kaufen und gibt das Vermögen dann für den Strom aus, wenn man es trocknet. Aber da sieht man es dann ja nicht. So, es gibt natürlich der Idealfall Nahrungsmittel, die von Haus aus haltbar sind. Ups, das kennt man, denke ich mal. Ja, muss man nicht viel zu sagen. Mehl eigentlich auch ganz praktisch. Trockenhefe kann man noch dazu nehmen, dann kann man mit gewissen Einschränkungen richtig backen. Salami und Schinken, nicht der gekochte Schinken, sondern eher irgendwie was Luftgetrocknetes, was man also auch irgendwie sich so klassisch im Bauernhaus unter die Decke hängt. So Parmesan zum Beispiel kann man eigentlich auch ganz gut mitnehmen.
Bei diesen Sachen ist es ganz günstig, wenn man das nicht irgendwie luftdicht verpackt, sondern so ein Leinentuch. Manche sagen vorher das ordentlich in Essig mal ein bisschen legen und dann trocknen lassen, dass das desinfiziert ist wohl. Einwickeln, dass das luftig ist und wunderbar. Kartoffeln und Zwiebeln kann man in der Regel auch ganz gut transportieren, ohne dass die sofort anfangen schlecht zu werden. Äpfel und Karotten sowieso. Birnen zum Beispiel finde ich leckerer und Erdbeeren auch, aber die werden halt schnell matschig. Eier sind auch vergleichsweise gut haltbar. So, Gadgets. Machen wir mal schnell. So lustige Sachen, die man noch zusätzlich mitnehmen kann. Was man auf jeden Fall dabei haben sollte, ist Licht. Nicht zu vernachlässigen. Das Gängige ist irgendeine Kopflampe. Fertig. Strom. Ich habe ja gesagt, habt ihr nicht, aber also spätestens für die Kopflampe braucht man das. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit Akkupack. Das ist ganz gängig und das reicht im Zweifelsfall auch, dass man sein Smartphone, sein Telefon zum Beispiel damit versorgen kann und wieder laden. Man kann auch Solarzellen mitnehmen, aber da würde ich mir vorher überlegen, ob sich das tatsächlich lohnt am Ende. Oder es gibt auch, habe ich jetzt kein Foto dabei, einen Kocher, der quasi gleichzeitig Strom erzeugt. Der hat auch noch so ein Gebläse da drin, mit dem er sich selber noch ein bisschen anfeuert. Wäre mir allerdings auch so ein bisschen heikel, wenn ich mal ein USB-Kabel neben ein Holzfeuer lege, weil irgendwie wird das ja doch alles heiß und er sagt, dass das Zeug nicht alles wegverschmirgelt. Kompass, wer einen Kompass braucht, der muss hier nicht sein. Der hat hier nichts gelernt, denke ich mal. So ein kleiner schadet nicht. Dann kann man mal gucken, wo die Sonne aufgeht und sein Zelt entsprechend aufrüsten. Aber ja, ich sage ja, es schadet nicht. Aber wenn man den Kompass wirklich braucht, dann sollte man tunlichst auch mehr wissen als das, was ich hier erzählt habe. Ja, also. Dann eine Axt braucht man nicht unbedingt, wenn man selber Feuer machen will, braucht man es auch nicht unbedingt, aber kann schon praktisch sein. Wenn, würde ich auch keine Axt nehmen, also eine Axt ist ja klassischerweise dieses richtig große Ding, sondern eher so ein kleines Beil, das reicht für in der Regel auch. Ja, eine Machete, wer so ein bisschen das Chuck Norris-Feeling haben will, ja, wir sind draußen, euch sieht da keiner, ihr dürft es, aber braucht man in der Regel nicht. Ja. Also so nützliche Sachen wie eine Zahnbürste sollte man natürlich dabei haben. Und da gibt es halt die klassischen Reisezahnbürsten, die tun es ganz gut. Oder wenn man die immer in die Tasche steckt, es gibt einfach so einen Clip, da kann man die Borsten davor schützen, dass sie ständig in die anderen Ausrüstungsgegenstände wie die alte Unterwäsche gedrückt werden. Dusche, da gibt es auch schöne Sachen. Wenn man so einen schwarzen Wassersack hat, kann man da unter Umständen einen Schlauch mit so einem Duschventil dranhängen. Und ja, das ist eigentlich eine ganz komfortable Sache. Nur man sollte sich damit anfreunden, dass das mit diesem Solar und Aufheizen nicht so gut funktioniert. Ja, da gibt es Mittel und Wege. Also, ja, man kann ja ganz einfach irgendwie was mitnehmen, wo man das Wasser schöpft und dann da reintut. Oder man, also. Die Lösung ist relativ einfach. Ja. Oder. Man kann auch ganz einfach, wenn man selber ohnehin im Wasser drin ist, also dann kriegt man das schon hin, das Zeug auseinanderzuziehen, sodass da ein bisschen was reinkommt. Und wenn man sie ganz voll hat... Ja, guter Punkt. Seife ist nicht schlecht. Ich nehme immer Kernseife für alles. Mache ich zu Hause auch. Ich nehme nur Kernseife. Wir haben keinen Chemiker, schade, aber soweit ich weiß, sind die meisten Seifen, die man so kaufen kann, Kernseife mit irgendwelcher Chemie noch da drin. Und Kernseife ist super. Nur Zähneputzen mache ich damit nicht, aber ansonsten alles. Ja, auch ganz nützlich sollte man dabei haben, wenn man nicht gerade am Campingplatz ist, der Klappspaten. Ja, schaden kann es nie. Ja, ich sage ja gerade, mein Favorit, das ist der da oben, ist auch als Spessnass-Schaufel im Verkauf. Kann geworfen werden und tötet auf 20 Meter anstürmende Bären und Elche. Ist wirklich praktischer als das Ding, was da unten da ist. Das ist ein wirklicher Klappspaten, weil den kann man halt so ein bisschen drehen und dann auseinanderprökeln und es dauert und dann klemmt man sich die Finger und er ist trotzdem schwer. Ich finde das Ding da drüber sehr viel praktischer. Das ist ein bisschen länger, aber das ist leicht, das ist einfach, das nehme ich und ich habe meinen Spaten. Kann man mit dem auch. Also mit dem da oben kann man auch wunderbar Holz hacken, solange es nicht zu groß ist. Das ist auch noch ein Aspekt, wo man den Spaten recht gut missbrauchen kann. Ja,
Wozu man den braucht, wie gesagt, wissen hoffentlich alle. Ansonsten kleiner Tipp, Klopapier sollte man dabei haben. Das hier ist ein lustiges Ding, das ist ein wasserdichter Sack, wo man die Klopapierrolle an so einer Stange quasi auffädeln kann. Auch ganz nützlich, Ortlieb. Ein etablierter Hersteller, den ich aber eigentlich nicht so gerne mag, aber die Schüssel ist praktisch. So eine Waschschüssel, da kann man sein Geschirr drin spülen oder sich selber waschen, das ist ganz okay. Und danach, finde ich auch ganz nett, eine Wäscheleine, kann man irgendeine Schnur mitnehmen, sollte man eh dabei haben. Und die hat aber so, das sind zwei Schnüre und da kann man mit Perlen ohne irgendwelche Klammern sein Zeug halt mit festkleben, klicken. Finde ich ganz lustig. Und wenn man mit dem Zelt unterwegs ist, finde ich das eigentlich auch ganz schön. Nee, aber ja, die teure Ausrüstung, wenn man da Sand auf dem Zeltboden hat, das wird alles da verrieben und das macht da kaputt. Also immer Schuhe aus, wenn es ins Zelt geht und regelmäßig auskehren. Ja, meistens schon, aber muss auch die ab und zu mal sauber machen. Und dann ein Ding, wo ich sehr zwiespältig bin, ich weiß nicht, ob das irgendwer schon kennt, das ist, also das an sich kennt man das, das ist ein Stuhl. Erstaunlich bequem, wunderbar leicht, aber der Hersteller ist, das sind Schnarchnasen. Man sieht es hier nicht so richtig, aber die Füße von dem Ding sind etwa so groß wie die, wie so ein Hähnchenschenkel, also die Knochen da am Ende. Und dementsprechend drücken die sich halt gnadenlos in alles rein, was nicht irgendwie Waschbeton ist. Ja, der Hersteller hat das auch erkannt. Der Stuhl kostet inzwischen unverschämte 100 Euro. Was ich, 140? Die spinnen ja. Und die Krönung ist, weil die das halt erkannt haben mit den Füßen, bieten die jetzt an, so ein paar Silikonböppel, die man da drunter stecken kann. Für 30 Euro extra. Genau. Ja, da kann ich nur sagen, schöne Idee, aber stirb. So, und jetzt der eigentlich wichtigste Teil, müssen wir ganz kurz halten, weil ich bin viel zu sehr über Zeit. DIY, was kann man so alles selber machen? Ja, die Klassiker. Schweißen, Fräsen, 3D-Print, was gibt's noch, was kann man so alles gerne selber machen? Sägen, Hobeln, Schnitzen, Feilen, ja genau, geht alles, aber in der Regel ist das Unsinn. Das, was man wirklich gut brauchen kann, ist Nähen. Ja? Also nicht unterschätzen, viel Ausrüstung kann man nähen. Es geht los bei Tarp, Hängematte, Kleidung, Rucksack. Es gibt Leute, die nähen sich Rucksäcke, die sind nur halb so schwer wie alles, was man kaufen kann. Und wenn man näht, kann man halt auch diese ganzen exotischen Weltraummaterialien nehmen, die zu teuer sind, als dass sich irgendein sinnvoller, vernünftiger Hersteller die benutzen könnte. Da eine Adresse, wo man mal gucken kann, was es alles an Zeug gibt. Und ja, kann man mal bei Mutti wieder vorbeischauen und sagen, zeig mir mal. Und dann kann man sich massig Geld sparen und richtig tolle Ausrüstung bauen. Ja, was man ansonsten natürlich gut selber machen kann, ist beim Thema Kocher. Windschutz kann man sich recht einfach selber bauen. Es ist auch für die handwerklich Unbegabten machbar. Man kann so ein Stück Alufolie nehmen und dann macht man da einen Windschutz. Ja. Einfach. Man kann auch so ein Hobo selber bauen, da habe ich ja schon zwei Bilder gehabt, gibt es auch Anleitungen. Und der Dosenkocher ist noch ein bisschen komplizierter, ist die Deluxe-Variante. Ein Hobo ist quasi einfach nur so ein Rohr, wo man den Kamineffekt nutzt. Und so ein Dosenkocher ist in der Regel so, dass man da so eine zweite Verbrennungsstufe gewissermaßen hat. Und der ist effektiver dann. Aber ja, wenn man es dann ganz extrem macht, kann man auch anfangen, die Zahnbürste abzusägen oder seine Reißverschlüsse da, diese Griffe da abzuknipsen. Gibt es alles im Ultraleichtbereich. Da selber abknipsen. Wie würde? Muss man nicht abknipsen, der fällt uns selber ab. Ja. Wenn man einen richtig leichten hat, auch das. In diesem Ultraleichtbereich, da gibt es halt auch so verschiedene Kategorien, wo die Leute dann sagen, ich ziehe jetzt los und habe inklusive Kleidung nur, was nicht, 3 Kilo Ausrüstung dabei. Und da fängt man dann halt an mit den merkwürdigsten Sachen. Also jedes Gramm zählt da gewissermaßen. Und es gibt wirklich Leute, die sägen ihre Zahnbürste ab, damit sie sich da halt ein bisschen Gewicht sparen können. Ja, on Tour, was sollte man dabei haben, damit man ein bisschen basteln kann? Panzerband natürlich, ne? Wer kennt noch den Spruch, Duct Tape is like the Force, it has a light side and a dark side and it holds the universe together.
Panzerband sehr nützlich, so ein bisschen Kabelbinder haben wir hier auch welche rumfliegen, am besten welche, die man wieder lösen kann, kann auch nicht schaden. Schnur oder Seil, ne? Wäscheleine, wenn man mit dem Boot unterwegs ist, braucht man ohnehin eine Schnur oder Seil. Man kann vielleicht auch mal irgendwas einfach nur zusammentütteln oder binden, also Schnur ist ganz nützlich. Wenn man es mit dem Knoten nicht so hat, Knoten auch eine coole Sache, kann man durchaus mal ein paar lernen. Mit Karabinern kann man auch schon ganz schöne Sachen machen. Ein bisschen Flickzeug braucht man auf jeden Fall, wenn man eine Luftmatratze oder sowas hat. Und in der Erste-Hilfe-Box sind, die sollte man eh dabei haben. Und da kriegt man vielleicht auch mal so Sachen wie eine Sicherheitsnadel oder vielleicht auch ein bisschen Klebeband raus. Und wenn man da ein Pflaster nimmt und den improvisiert. So, Fragen haben wir keine Zeit zu. Ich habe überzogen. Wie spät ist es? 12.30 Uhr oder geht die Uhr hier? 23, also fast 30, ja. Ja gut, solange wir nicht rausgeschmissen werden, kann ich natürlich trotzdem noch Fragen beantworten. Gut. Also ich kann nur noch zu den Systemen sagen, das sind Handwerkerkoffer, das ist ganz okay, wenn du dein Boot hast oder wenn du im Auto unterwegs bist und irgendwelches Zeug da rein tun willst. Ihr könnt die nachher mal versuchen anzulupfen. Die sind jetzt so aufeinander geschnallt. Gibt es die alte und die neue Variante? Tauchen würde ich sie jetzt nicht unbedingt. Nee, sind auch nicht tauchfähig. Aber regendicht sind sie. Regendicht sind sie, das mag sein, ja. Relativ robust, aber auch relativ schwer und sind irgendwie zum Tragen ziemlich bescheuert. Das ist auch richtig. Also der Griff ist nur so mittig und ist dann wie vom Busch. Schlagen so ein bisschen an den Beinen an. Aber also haben den positiven Nebeneffekt, dass man drauf sitzen kann. Eine Sache, da bin ich nicht drauf eingegangen. Ich auch, wo es kommt einer drauf an. Ah, ich bin da. Man kann schon drauf sitzen, aber der Deckel ist ein. Also wenn die mich halten, halten die dich auch. Aber mich nicht. Ich weiß nicht, auf was die spezifiziert sind, aber 100 Kilo stecken die locker weg, auch wenn man zwei da auseinander hat. Also das funktioniert ganz gut. Ja, doch noch eine Frage. Ja, nimmst du deine Dinge irgendwo? Nein. Ich habe doch womöglich irgendwelche Urheberrechtsverletzungen begangen hier und das werde ich. Na gut. Ich kann die Links kann ich ins Wiki mal schreiben. Da gibt es hier jetzt irgendwo eins, wenn ich nicht faul bin, aber meistens bin ich. Aber ja, irgendwie gucke ich mal, ob ich die zusammensuche. Ist auch diese Nudistenseite, oder? Nee, aber dann, wenn du es ins Wiki machst, können andere ja vielleicht noch was ergänzen. Genau, ja, das mache ich mal. Also, was du komplett weggelassen hast, war das Sackmesser, wie der Schweizer sagt. Ein Taschenmesser habe ich dafür nicht. Genau, Messer kann nie schaden. Messer oder eine Faltzange, wobei ich sagen muss, ein ganz normales feststehendes Messer ist eigentlich auch schon für die meisten Fälle das Beste, weil das kann man leichter reinigen, wenn es mal verdreckt ist und ja, da kann man sich austoben. Ich würde nicht unbedingt das klassische Rambo-Messer nehmen. Ja. Ja. Also viele Leute meinen auch mehrere zu brauchen. Man neigt da ja dann auch zum Sammeln, aber ja, irgendeins sollte man dabei haben. Am besten auch noch zusätzlich zu dem BWS-Besteckmesser 1, was dazu geeignet ist, tatsächlich auch ein bisschen derber benutzt zu werden. Gut. Ja, dann mache ich jetzt erst einmal Schluss. Ich denke, Fragen in dem Sinne gibt es keine mehr. So ein bisschen erzählen bis der nächste Talk können wir immer noch. Aber bis auf Weiteres. Genau. Dankeschön.